Hallo alle zusammen, zurück zu Doc McHexit. Ich habe inzwischen das Backpack leer gemacht. Kann ich es also auch wieder reintun. Und ich werde jetzt ein bisschen was von der Holzkohle hier benutzen, um da unten nochmal einen Schwung Stein zu schmelzen. Denn da ist er natürlich. Ich werde den jetzt dann gleich brauchen. Ich möchte nämlich jetzt dann da fertig machen. Ich habe mir dann doch die Freiheit genommen und hier nochmal ein paar Kisten belegt. Hier sind jetzt unmagische Rüstungsteile drin. Da sind jetzt magische Rüstungsteile drin. Unmagische Waffen und Ausrüstungsgegenstände und hier magische Waffen. Dadurch wird hier der magische Gegenstände-Ding ein bisschen kleiner. Bisschen übersichtlicher, da mit den Essenzen habe ich demnächst auch noch was vor. Hier ist noch Erde drin, Setzlinge, Überreste sind hier drin, Bücher ohne Ende. Das ist jetzt noch frei, aber ich brauche definitiv hier jetzt diesen Lagerplatz. Das lässt sich nicht umgehen und dafür muss das jetzt erst einmal vernünftig ausgestaltet werden. Dann kommen da Reih um Kisten hin. Ich müsste eh Massen von den Dingern haben. Und dann kann ich hier mal aufräumen, dann kann ich das hier mal ein bisschen leerer machen und so, ja, und na, dann kann man das hier gleich wieder mal bestücken. So, und deswegen gehe ich jetzt nach unten und mache mir noch mal einen Schwung Steine. So, Moment. So. Und zack, 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 so, 8. Und hier kommen mal 8 rein. Und hier kommen mal 8 rein. Hier kommen 8 rein. Na? So. 8 und 8. Und das sollte mehr als genug Stein sein für das da. So, dann tun wir das hier wieder zurück. Ich habe leider nicht mehr sehr viele Steinziegel. Die Treppen brauche ich, glaube ich. Brauche ich die oder brauche ich die nicht? Nee, brauche ich nicht. Aber die Stufen werde ich brauchen. Und jetzt muss ich sowieso erst einmal die Wände freihacken. Dann muss ich auch aufhören hier mit diesem Ding. Vielleicht, da werde ich dann höchstwahrscheinlich Glowstone anbringen. So. Der Boden ist ja verlegt, ne? Ja, dann machen wir erst einmal die Erde weg. Das geht wenigstens schön schnell. So. Ja, das ist natürlich jetzt wieder langweilig, das gebe ich gerne zu, aber getan werden muss es trotzdem, weil sonst schaut das aus wie Kraut und Rüben und das ist einfach was ich gar nicht brauchen kann. Gut, jetzt, ich gebe es ganz offen und ehrlich zu, das hier ist jetzt nur, weiß Gott nicht, das Schönste, was man vielleicht bauen könnte. Es sieht ja doch mehr grau in grau aus. Aber ich mag diesen Stil doch irgendwo. Okay, jetzt fehlt mir schon der Stein. Ja, mache ich hier mal weiter. Hebe ich das einfach erst einmal aus. Besser wie nix. In Hoffnung, dass dann da unten mit etwas Glück das alles soweit durchgeglüht ist. Und ich hoffe dann einfach einmal, dass 6 komplette Stacks von dem Zeug auch ausreichen, um hier die Wände hochzuziehen. Und dann schauen wir mal, wie viele von den Truhen ich hier unterbringen kann. Und ich bin immer noch am Überlegen, ob ich
hier vielleicht dann doch mal die Toolstation, also diese ganzen Stations aufbauen soll. Für Tinker's Construct. Ja, ich habe die Diamanten gesehen. Bauen wir sie gleich ab. Fette Beute, fette Beute. Schauen wir mal dahinter. Dachte ich mir, da ist noch einer. So, zack, 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 zack. So, dann bauen wir noch die Erde ab. So. So. Schauen wir mal, wie es unten steht. Da eventuell schon ein bisschen was fertig geworden ist. Schauen wir mal. Wo wollen wir hin? 24 und 24. 24. Na, 24. Das ist immerhin ein Drittel. Das müssten dann zwei komplette Stacks werden. Mit zwei Stacks komme ich zumindest mal ein Stückchen weiter. Verfliegst. Da war ich jetzt zu langsam im Schädel. So. Jawohl, so. So passt das. So. Zack. Zack. Und zack. Zack. Jawohl, ja. Okay, vielleicht ist es auch ein bisschen. Ah ja. Nee. Ist das ein Drittel? Das ist mehr. Egal. So. Mal hier. So. Zack, zack. Das darf natürlich nicht passieren. So. Und so. Und so. So, dann. Und wie viel habe ich noch? So gut wie nichts mehr. Aber immerhin. So. So weit dürfte es gerade noch reichen. So. So. Es reicht noch nicht ganz, aber es reicht schon ganz schön weit. So. Holen wir uns gleich einmal Truhen. Und ein paar Half-Slabs haben wir auch noch. So, fangen wir mal an. Mit dem Truhen setzen, da herüben. So. So. Und mache ich das direkt hier oder probieren wir es mal. Naja, das ist dann doch ein bisschen. Das haut dann nicht so ganz hin. Dann wird mir hier die Ecke zu groß. Dann setzen wir die einmal um. So. So. So, gut. Und da hinten machen wir dann ein kleines bisschen später weiter. Jetzt nehme ich erst einmal die Half Slabs. So. Hier und hier. Hier und hier. So. Hier kommen jeweils Fackeln rein.
hier. Gut. Und jetzt kann man oben Kisten draufsetzen. So. Schon haben wir einen vernünftigen Lagerraum. Zumindest so zur Hälfte fertig. So. Schauen wir mal, wie es da unten ausschaut. Hier ist offensichtlich zu wenig Licht. So. So. 28. Gut. Warten wir drauf. 28. Zack. So. Einmal, zweimal, dreimal. Sehr schön. Nicht schon wieder. Aber die Mauer hier mache ich jetzt noch fertig. Oder ist das vielleicht... Regnet es draußen? Ich glaube, da draußen regnet es. Könnte sein, dass das einfach nur Donner war. So. Ja, ich werde mich um das jetzt dann gleich noch kümmern. Da habe ich ein kleines bisschen zu viel gemacht. Ist auch nicht so schlimm. Ich werde noch mehr Slabs brauchen. So. Es regnet draußen. Also könnte es durchaus auch einfach nur ein Gewitterschlag gewesen sein. Trotzdem, ich will mir das mal eben genauer angucken. Den ich mein Mikrofon fixiert habe. Schauen wir mal, ob die Karte irgendwas dazu sagt. Aber das hat sie ja auch nicht großartig gesehen, ne? Schauen wir mal. Sieht jetzt nicht so, oder? Ah nein, das habe ich mir noch nicht genauer angeguckt. Aber so direkt in unmittelbarer Umgebung. Ja gut, da ist irgendwas Schwarzes und da und da. Aber ansonsten, was ist das? Oh, das sieht nach einem Einschlag aus. Das sieht ziemlich massiv nach einem Einschlag aus. Das ist, da muss ich darüber. Okay, das schaue ich mir jetzt genauer an. Das schaue ich mir jetzt genauer an. Da packe ich dieses Zeug hier mal, die Dias da rein. Das hier packe ich hier rein. Und das, und das, und das. Und mein überschüssiges Steinzeugs packe ich auch hier rein. Der kommt da rein. Und dann sehe ich mir das ganz fix an. Weil das sieht echt aus nach so einem Einschlag. So richtig heftig. Und wenn das ein halbwegs frischer Einschlag wäre, wer weiß, was sich eventuell da drin finden lässt. Schauen wir mal. Ich habe so das Gefühl, binnen kurzer Zeit ist hier sowieso das ganze Territorium zerbombt. Schauen wir mal. So, und dann dort hinüber. Okay, ich sehe gar nichts, weil er mal wieder nicht lädt. So. Oh ja, das ist eindeutig ein Meteoriteneinschlag und er ist ganz frisch. Er ist ganz frisch. Schauen wir mal. Hier brennt echt noch Zeug, ne? Gerade erst einmal löschen. Den hat es wirklich gerade eben erst runtergehauen. Ganz ehrlich, so langsam komme ich mir ein bisschen vor wie bei Defiance. Da hat es auch alle Nase lang irgendwelche Archentrümmer runtergehauen.
Hast du schon überhaupt keine Ruhe mehr gekriegt. Hast du dir dann auch nur noch so gedacht, so, was ist jetzt an einem Archenfall noch besonders? Inzwischen haut es hier so viele Meteoriten runter. Echt nichts Besonderes mehr. Ich frage mich, ob es da einen Unterschied gibt zwischen denen, die schon erloschen sind und denen, die noch so gelblich sind. Also so, ne? Ich meine, ja, wenn ich drauf gehe, das weiß ich, dann brennen die noch. Also dann tun mir die noch weh. Ich glaube, die geben ein bisschen öfter solche Meteor-Chips. Das ist zumindest irgendwie so, so unterschwellig irgendwie so mein Gedankengang hierbei. Schau mal. Ja. Da ist schon nicht mehr so viel zu wollen. Es heißt ja immer, hier könnte man irgendwie... Oh, da ist so ein Creeper. Puh. Jetzt gerade noch rechtzeitig platt gemacht. Zusehen, dass ich wieder nach oben komme. Und zwar ohne, dass ich mich verkohle. Ich muss mir so eine auch mal mit Effizienz bauen, ne? So. Okay. Ja, die Kohlen von sich aus noch. So. Da ist ein Redstone. Ja, das interessiert mich nur herzlich wenig. So. Dup. Zumindest kommt man hier mal ganz gut an wieder so Beute ran. Ne? Da ist auch noch einer, der noch brennt. Die sind alle aus. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja, und schwupp. Da ist noch einer. Ist auch noch einer. Ich wünschte mir, ich würde hier mal irgendwas anderes finden, außer Meteorsplittern und außerirdischen Creepern. Ich glaube, ich werde den hier jetzt einfach mal komplett abbauen. Wenn es die Zeit hergibt. Also jetzt nicht die Spielzeit, da werde ich eine Pause machen. Aber einfach, wenn ich das schaffe, bevor es dunkel wird, dann möchte ich den mal hier komplett abbauen. Mal sehen, ob ich vielleicht noch irgendwas Cooles finde. Teilweise kann man dieses Meteorzeug ja auch in tiefster Tiefe finden. Haben wir ja auch schon gefunden. Frage mich, was da dahinter steckt. Na gut. Puh. Okay, der hat jetzt aber irgendwas. Rotes Meteoritenjuwel. Coole Nummer das. Das ist, glaube ich, genau dieses Zeug, mit dem man den Meteoritenschild verstärken kann. Musste ich also den Creeper platt machen. Das muss einem doch mal jemand sagen. Kommen aber auch an saublöden Stellen raus. Okay, ich sehe gerade, wir gehen wieder auf die 20 Minuten zu. Also sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Euer Doc.